Am Comer See in Italien bietet das Grand Hotel Villa d'Este die perfekte Bühne für den Concorso d'Eleganza. Der Schönheitswettbewerb für historische Automobile geht auf eine fast 100-jährige Tradition zurück. Damals wurden hier Neuerscheinungen präsentiert und heute werden die edelsten Oldtimer ihrer Zeit ausgezeichnet. Mich erwarten dieses Wochenende hier ganz besonders viele Highlights, denn zum ersten bin ich überhaupt zum allerersten Mal in meinem Leben in Italien. Die Jury treibt sich hier auch schon rum und ich will heute vor allen Dingen mal rausfinden, welche Kriterien fallen denn überhaupt an, damit man sich hier beim Concorso d'Eleganza bewerben kann und wonach wird das schönste Auto am Ende des Tages ausgewählt. Das exklusive Autotreffen lockt Teilnehmer und Besucher aus der ganzen Welt an. Hier finden Fahrzeuge aus etwa 100 Jahre Automobilgeschichte zueinander. Ein idealer Ort für Inspiration und kreative Köpfe. Die Villa d'Este ist ein Ort, der weltweit Anerkennung genießt. Jeder kennt ihn, aber wenn man hierher kommt, ist es eigentlich ganz klein und intim, oder? Genau das Richtige für Autoenthusiasten mit einer großartigen Auswahl in einer wirklich sehr, sehr schönen Umgebung. Ein Ort, an dem sich die Elite der Autowelt versammelt. Für die Tochter von Autohersteller Alois Ruf hat der Besuch ebenfalls eine lange Tradition. Ich komme zu Villa d'Este schon, seitdem meine Mutter mich in den Arm getragen hat, 20 Jahre. Wir sind dieses Jahr in der Class 8. Die Class nennt sich selber Need for Speed. Wir sind Need for Speed, wir als Hersteller, wir als Familie. Bei uns geht es immer um Geschwindigkeit und Hochleistung und auch um das Fahrvergnügen. Der Concorso d'Eleganza umfasst insgesamt 8 Wettbewerbsklassen, in denen sich die meist sehr wertvollen Fahrzeuge einer renommierten Jury präsentieren. Um als Teilnehmer mitzumachen, gibt es 2 Optionen. Eine ist zum Beispiel das Selecting Committee natürlich. Die haben ein großartiges Netzwerk in der Szene und sprechen dann natürlich die unterschiedlichen Leute an, wo sie wissen, die haben tolle Fahrzeuge. Und dann gibt es aber auch unsere Website, über die man sich dann meistens ab Dezember ungefähr bewerben kann und sagen kann, ich habe Interesse. Und anhand dessen wird dann eben auch geschaut, welche Klassen nehmen wir. Und genau so findet eigentlich der Auswahlprozess statt. Zu den stolzen Teilnehmern zählt auch Chris Stahl, der seinen einmaligen Ferrari präsentiert. Das ist ein Ferrari 275 GTS. Das ist der Spider der 275er Serie, die 64 produziert worden ist. Das Auto wurde bestellt von dem Prinz von Marokko 1965 und der hat dieses Auto jahrelang gefahren. Und ich habe auch noch originale Bilder von dem Auto, wo er mit seiner Familie hier drin sitzt. Und das Auto befindet sich im absoluten Originalzustand, wie damals ausgeliefert. Wir haben sogar noch das originale marokkanische Kennzeichen hinten drauf. Und das ganze Auto ist 2 Jahre lang bei Ferrari restauriert worden. Das ist jetzt Pino Verde. Von dem Auto nebenbei gab es nur 200 Stück, die gebaut worden sind. Und in Pino Verde vielleicht 2 oder 3. Und dann noch mit so einer Geschichte ist das natürlich ein sehr seltenes Auto. Alle Fahrzeuge unterziehen sich am Vormittag einer gründlichen Inspektion durch die Jury. Die Jurorin Adriana Monk weiß genau, worauf es dabei ankommt. Der Besitzer präsentiert dir sein Auto und es wird auch besprochen, was ist speziell am Auto, kennen Sie die Geschichte daher, was ist original oder was wurde nachgebaut, what restoration was done. Also es hat dann so Punkte von Design und Style bis auf Originality. Das geht auch vom Technischen, also Mechanics, Interior und Exterior. Und dann guckt man auch, wie enthusiastisch ist der Besitzer. Weiß er die Geschichte von seinem eigenen Auto? Die haben hier, glaube ich, 15 oder 16 Juroren. Ich schätze mal, dass jeder von denen 2 Autos nimmt, ne? Und dann sich genau da einarbeitet, wie original die Autos sind und hat Vorstellungen davon und ist dann auch gut vorbereitet. Selbstverständlich müssen die Jurymitglieder mit den weißen Hüten über bestimmte Qualifikationen verfügen.
Also es ist natürlich sehr gut, wenn Sie sich gut in dem Business auskennen. Ja, und das tun Sie alle. Und natürlich auch aus unterschiedlichen Sparten kommen. Also dass man jetzt nicht sagt, jemand ist der absolute Experte in Restauration, sondern dass eben unterschiedliche Backgrounds da auch dabei sind, sodass es wirklich ein rundes Bild auch bei der Jury ergibt und eben das Judgment dementsprechend auch facettenreich ausfallen kann. Am Nachmittag reihen sich alle Fahrzeuge für die Parade über die Seeterrasse auf und werden der gesamten Jury sowie den Zuschauern präsentiert. Wie viele Teilnehmer hofft auch Chris Stahl mit seinem Ferrari auf einen Sieg in seiner Klasse. Es gibt zwei große Preise, den Coppa d'Oro, der quasi von der Villa d'Este verliehen wird dann heute Abend noch. Und das ist so der Publikumspreis, ja, also der wird gevotet von den Leuten, die hier sind, kann man über die App machen. Und dann gibt es noch die Trofeo BMW Group Best of Show und der wird quasi am Sonntagabend dann verliehen. Das ist dann so beim Gala-Dinner so das Highlight nochmal und das ist wirklich der Sieger aller Klassen. In diesem Jahr prämiert das Publikum einen McLaren F1 von 1995 mit dem goldenen Pokal. Und unser Ferrari? Die königliche Historie hat die Jury überzeugt. Der Italiener holt den Klassensieg unter den Gentleman Cars. Die Familie Ruf gewinnt zwar nicht die Klasse, doch leer geht ihr CTR Yellowbird trotzdem nicht aus. Der Ruf Porsche gewinnt einen Spezialpreis für die weiteste selbstgefahrene Anreise. Doch unter allen Teilnehmern der 8 glamourösen Klassen kürt die Jury am Ende nur einen strahlenden Sieger. Ein Alfa Romeo 8C 2300 Spider aus den 30er Jahren holt in diesem Jahr den Hauptpreis Best of Show. Das Schöne ist, dass die Regeln für den Concours d'Eleganza eigentlich relativ simpel sind. Es geht um Originalität, es geht um elegantes Design und es geht um die Historie, was das Auto schon erlebt hat und was alles dokumentiert ist. Die Teilnahme wiederum, die könnte sich schwieriger gestalten, denn man muss sich bewerben und ausgewählt werden oder man wird auf spezielle Empfehlung eingeladen. Eins ist aber klar, der Besuch hat sich alle Male gelohnt und ein bisschen italienisches Flair oder nicht nur ein bisschen, sehr viel ist dann doch angekommen.